Viel zu sehen war vom Servicefreitag auf den ersten Blick nicht. Zwar hatte das ein oder andere Geschäft seine Verkaufsfläche am Freitag auch auf die Zerbsterstraße verlagert, im Großen und Ganzen aber sah es hier aus wie immer. Das lag vor allem daran, dass sich die gemeinsame Aktion der Händler, Gastronomen und der Stadt zum einen auf ganz besondere Angebote konzentrierte und zum anderen einen Großteil der Geschäfte einfach länger geöffnet hatte. Gut, dass sich mal ein bisschen was tut, dass das mal ein bisschen Abwechslung hier reinkommt. Wir sind extra heute von Zoberberg hierher gekommen, um uns das mal anzusehen, haben auch jetzt ein Eis gegessen und finden das toll. Und wenn man da gerade sitzt, das Flair hier irgendwie, finde ich ganz klasse. Es ist sicher eine gute Idee, ob es dazu beiträgt, was es soll, also die Zerbster Straße zu beleben, bin ich mir nicht so ganz sicher. Rabatt und Aktion, das ist immer so, da geht man gucken, da wird man neugierig. Ich finde es toll, es sollte öfter sein. Und was ich gerade auch zu meinem Mann gesagt habe, es sollte mehr Werbung gemacht werden, dann kommen auch mehr Leute. Wir sind im Moment enttäuscht. Wir kommen aus Rossau und haben gedacht, da ist was los, weil in der Zeitung mal wieder nicht drin stand, ab wann es losgeht. Dass es bis 20 Uhr geht, das wussten wir. Aber ansonsten, was sich bis jetzt abspielt, ist noch nicht viel. Und dabei wurde doch einiges geboten. Vom kostenlosen Batteriecheck über Brilleninspektion, Testfahrten mit dem E-Bike, Verkostung, Kindermalaktion und vielem mehr. Wie man sieht, es ist schön bunt, es macht fast jeder mit und ist ja noch früh am Tag. Also von daher erwarte ich schon noch ein bisschen, weil das Wetter passt dazu. Also die besten Voraussetzungen haben wir. Der Servicefreitag soll nun eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Zerbster Straße werden. Um die Einkaufsmeile zum Ort des Erlebens und Verweilens zu etablieren jedoch, fehlte es zumindest bei der Erstauflage an Werbung. Also denn es hat nicht jeder eine Zeitung, wo es drin steht. Es kommen auch vielleicht sicher an der Hauptstraße viele Autos vorbei, die nicht hier nach zu Dessau gehören. Aber wenn da irgendwo eine Werbung steht, Aktionstag in der Zerbster Straße, würde ich denken, kommen doch mehr her. Doch der erste Schritt ist getan. Nach über 10 Jahren hat es mit der Gemeinschaftsaktion endlich funktioniert. Jetzt müssen alle nur weiter daran arbeiten, um so potenzielle Kunden auch in der Zerbster Straße zu halten.